Es geht weiter mit Mario Kart 7. Und heute spielen wir ein letztes Mal die Grand Prix. Wir sind, glaube ich, alle Charaktere gefahren. Also habe ich keine Ahnung, wen ich heute wählen werde. Lakitu, obwohl sind wir Lakitu und Koopa gefahren? Und Peach? Puh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir können den Mi nehmen, aber der ist ein bisschen buggy. Sieht man ja. Ich glaube, heute fahren wir mit Lakitu. Weil Lakitu war in jedem Mario Kart dabei. Vielleicht auch nicht als Fahrer, aber als, wie ihr wisst, als dieser hier, der Angler. Und heute wieder die goldene Kombination. Ja. Und der letzte Cup ist der Pilz Cup. Oh mein Gott. Pilz Cup. Sorry, Leute. Blitz Cup gespiegelt. Los geht's. Ich muss mich nur kurz perfekt positionieren. Mal sehen, was es uns hier gribbt, ja, bringt. Ich hab das Reden vergessen, Leute, sorry. Ich spreche kein Deutsch mehr, nix. Nix spreche ich mehr. Ja, aber das könnte auch daran liegen, dass OBS mehr Probleme macht. Aber ich will nicht angehen, welche Probleme und... Also ich glaube, OBS Studios kennt jeder, das Aufnahmeprogramm, welches ich benutze. Vielleicht nicht jeder, aber die meisten. Doch manchmal nervt es so mit den Einstellungen. Und ja, wegen meines Tischumstellung musste ich meine Capture Card abschließen, also abschließen? Nee. Oh Gott, wie sagt... Oh. Musste ich die Capture Card vom PC trennen. Ja, und das Problem war, nachdem ich es wieder zusammengefügt habe, kam kein Sound von der Konsole. Ja, und das war für mich ein Problem. Ich musste alles neu installieren. Komplett OBS Studios und alle Einstellungen. Auch und natürlich kommt Blitz und Stachi. Und was dann noch? Vielleicht kommt jetzt noch ein Stern. So, wir müssen das Item kriegen. Okay, das zumindest. So, nein, nicht gegen die Koopa Shell. So. Weg mit dir, Mario! Yes! Ich hab Mario getroffen. Yay! Yay! Mario, hau ab! Ich weiß, du bist die Hauptfigur dieses Spiels, weil es heißt auch Mario Kart. Und wie dumm bin ich! Ich habe ehrlich gesagt, ich habe auf den Touchscreen geschaut, nicht auf die Hauptstrecke. Sorry dafür. Aber ich bin... What the hell is that? Ich will nicht Letzter werden. Ich will Erster werden. Und dafür, ich hoffe, ich kriege jetzt einen Pilz. Ein Blitz. Drei Pilze. Bei so einer Platzierung, Koopa, hau ab! Eigentlich ist Lakitu auch ein Koopa, also eine Schildkröte. Aber der anderen Kategorie. Nein, nicht gegen die Banane, du Volltrottel! Also das war's mit dem ersten Platz. Ja, weil ich halt ziemlich schlecht fahre. Nee, das war's. Komm, wir schaffen doch aber den vierten. Den vierten schaffen wir noch. Yes!
Aber das war wirklich schlecht fahren. Ich sollte mal weniger auf den Touchscreen schauen und mich auf das Hauptrennen fokussieren. Ja, sagen wir immer alle, obwohl ich das trotzdem nicht tue. Okay, mal sehen, was ich in Dino Dino Dschungel anstellen kann. Vielleicht werde ich hier besser fahren. Aber wenn ich dich zweimal hintereinander runtergeflogen wäre, wäre es doch gut. Aber ja. Mehrmals hintereinander weggefahren, leck mich mit deiner Blume. Mach deinen Fuß weg. So. Natürlich. Oh, zumindest eins. Zumindest eins. So, ich fahre hier. Die kleine Abkürzung. So. Pilze sind wichtig. Nein, wieso? Oh Gott. So. Ich fasse es nicht, wie ich heute fahre. Ich habe schon seit Lage, seit einem Tag habe ich Mario Kart 7 nicht gespielt. Und das halt so in solche Ausmaßen. Oder Nebenwirkungen! So. Ich will den Bob-Omb auf Koopa timen. Damit der eins auf die Fresse kriegt. Okay, ist runtergeflogen. Auch okay. Die Musik ist geil, geil. Roch mit dir. Hoch mit dir. So und ablegen und neues Blitz. Jemand hat da einen Blitz, aber vor einem Blitz kann man sich nirgends wie schützen, außer man hat einen Stern oder eine Kugel wieder. Natürlich geht sie auf mich. Aber das stört mich trotzdem nicht. Ich mache es elegant so. Diese Honigkönigin nervt mich. Natürlich! Wieso denn auch nicht? Ja. Hau ab. Du auch. Schmeiß die Route, du dumme Kuh. Du bist eine dumme Biene. Und wieso wurde ich nicht Erster? Meine Fresse. Vierter schon wieder. Leck mich am Arsch. Mein Gott, ey. Puh. Mario Kart 7 hasst mich. Ich weiß nicht, aber solcher Betrug ist mir nie beim Privatspielen passiert. Liegt das an der Hardware oder was? Ah. So. Ach. Scheiß Dreck. So, okay, nächste Runde. Weil mein Fahren ist ziemlich blöd. Oder liegt das an den Goldcard? Wieso hasst mich das Spiel so auf meinem PC? Liegt das vielleicht doch an der Hardware, weil mein PC hat die leistungsstärkere Hardware als der 3DS? Hau ab, DK. So. Los geht's, Rote. So, schön dreimal driften. Hier auch zwei kleine Drifts. Und hier so auf das Ding. Blitz kassieren, nicht schlimm. Und dann hier mit einem Drift
easy lang. So, vorsichtig. Los geht's, Grüne! Schnappt euch Cooper! Okay, sie sind gegeneinander gestoßen und gestorben. Oh shit. So, aufpassen. Das lege ich hier ab. Stachi. Yes, Stachi, 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 Stachi. Ja, schicken schon. Oder wartet sie, bevor ich Erster werde? Nee. Nee. Ja, genau, wieso? Das darf einfach nur nicht wahr sein. La 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 la. So, Mario, hau ab! Natürlich! Wo bist du, Koopa? Take this! Yes! Scheiße, ich kann ihn nicht sehen. Der ist bestimmt weit vorne. Ja, aber es besteht doch eine Chance, ihn einzuholen. Aber jetzt nicht. Wieder mal kein Platz 1. Aber was soll's. Zumindest Platz 3. Nach der Gesamtpunktzahl. Der SNES Regenbogen Boulevard entscheidet über alles. So. SNES Regenbogen Boulevard oder Rainbow Road. Letztes Rennen. Come on, Lakito, wir müssen... Ich halte mal einfach meine Schnauze. Das reicht mir hier alles. Come on, Lakito, wir müssen das hier rocken. So. Ah ne, die Abkürzung hat bei mir leider nicht geklappt. So. Haha, Sterni, take this! Juhu! Na, wieso? Das ist Betrug. Das ist reiner Betrug. Sauberer, reiner Betrug. Ja, genau. Dann fliegt er noch mit seinem Arsch und schnappt mir meine Items weg. Klar doch. Ist ja klar. Und natürlich werde ich dann noch zerstampft. Ist ja klar. Ja, genau. Ja, genau. Okay, Goldpins. Juhu. Komm, wir müssen raus, etwas rausholen. So, wieso kriege ich kein Kugelwil zum Beispiel auch? Wow. Das war riskant, aber es hat geklappt. Pelz! Das bringt mir nichts. Weil solche Sachen will ich einfach nur Selbstmord begehen. Zweiter Platz. Nee. Ach, leck mich am Arsch. Leck mich doch am Arsch. 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 Tralalarsch. Wir kriegen wahrscheinlich einen Stern, ja, und ein Bronzepokal. Ja. Leider. Kriegen wir die Credits? Ja. Damit ich noch ein bisschen weinen kann.
Also ich glaube, ich kann jetzt zu dem Spiel mein Fazit sagen. Also, es gibt nichts, was ich kritisieren kann. Wohl doch. Das, was ich kritisieren will, ist dieser Lack. Und zwar zum Beispiel in Mario Kart 8 wurde das Item hier eingeführt. Wie nennt sich das? Hupe. Und da wurde die Wahrscheinlichkeit von Stachy und Blitz reduziert. Und in allen Mario Karts vor Mario Kart 8 ist das nicht so. Das ist mein Kritikpunkt. Ja, das nenne ich jetzt, weil man konnte das auch früher fixen. Aber ja. Es gibt nichts, was mir nicht in diesem Spiel gefällt. Das Spiel hat nur viel Innovation in Mario Kart, in die Mario Kart Reihe gebracht. Mit den Custom Kart Teilen, ja, man kann die Peripherie Custom auswählen. Mit dem Fliegen, mit dem Schwimmen unter Wasser. Das hat viele neue Sachen gebracht. Und ja. Mario Kart 7 ist ein wirklich gutes Mario Kart. Es hat Spielspaß, es hat wirklich geile neue Strecken. Und es hat wirklich auch gut redesignte, also nicht redesignte, eigentlich ein bisschen redesignte Retro-Strecken. Das sehe ich an diesem Spiel sehr positiv. Negativ fehlt mir nur das mit den Stacheln und den Blitzen. Und ja, die Charaktere. Die Auswahl der Charaktere ist ein bisschen zu wenig für so ein Mario Kart. Ich weiß nicht, vielleicht gab es dort Speicherlimitationen oder keine Ahnung was. Aber das war zu wenig. Vergleichen wir das zum Beispiel mit Mario Kart Double Dash auch. Obwohl die Leistung des GameCube, des 3DS mit Mario Kart Double Dash fast gleich auf liegt. Aber was soll's. Es gibt nichts mehr, was ich in diesem Spiel kritisieren kann. Da fällt mir nichts mehr ein. Nur die Charaktere und das mit den Stachis. Also, wie schon gesagt, es liegt auch nicht daran, dass ich dieses Mario Kart liebe. Es ist halt so, ich habe keine Kritikpunkte gefunden, außer diesen zwei. Das war's halt. Wenn ihr was gefunden habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und ja, wie fandet ihr das Spiel und das Let's Play? Das interessiert mich auch. Und ja, Mario Kart 7 war das Mario Kart meiner Kindheit. Und ich werde die Zeit nie vergessen, wie ich es fast in allen Cups zu 3 Sternen gebracht habe. Ich werde vielleicht irgendwann mal am allerletzten Part dieses Let's Plays es einblenden. Sehr gerne, Mario. Ich werde das Spiel zigtausendmal neu spielen. Also, komme ich jetzt mal auf das Thema, was ich sagen wollte. Ich werde den irgendwann mal mit meiner Handykamera filmen. Ich muss das mit meiner Handykamera filmen, weil ich habe keine 3DS Capture Card. Also, ich werde meinen 3DS abfilmen und es einblenden. Mit allen Cups alle 3 Sterne, dass ich es beweisen kann, sozusagen. Aber ich muss noch im Blitzcup, im Spiegelcup die 3 Sterne kriegen auf meinem 3DS. Also, ich bedanke mich für das Anschauen dieses Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da, ein Abo, und im nächsten Part werden wir den
Battle-Modus an uns nehmen und ein bisschen battlen. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Mario Kart 7. Bis dann und ciao.